Alter, was geht ab, Leute? Hier. Döner des Monats. Wie immer sind wir hier. Aber mit wir meine ich mich und euch. Der noch kritischere ist leider in den Minen gefangen. Seine Minen sind seine Arbeit. Wir haben verschiedene Minen, aber da kommt er momentan leider nicht raus. Mein Gott, es ändert sich immer, Leute. Mein Gott, die haben ja diesen neuen Bildschirm, wo ich die ganze Zeit warten muss, bis das Angebot kommt. Döner des Monats hat. Ich habe gar nicht geschaut im Internet. So, Döner des Monats hat. Wie immer knuspriges Dönerbrot, Kalbfleischhähnchen, Tomatensauce, Smashed, Auberginepüree, Kräuterjoghurt. Mein Gott, ey. Wir sind zu schnell. Ob die Aubergine noch vom letzten Mal wiederverwertet wird, also der Rest vom letzten Monat, da gab es auch irgendwas mit Aubergine. Kräuterjoghurt, Crunches, keine Ahnung, was Crunches ist. Rote Zwiebeln, Kirschtomaten, Silka Chilis, Sumac. Okay, der untere Teil hat sich seit letztem Jahr nicht mehr geändert. Aha. So. Wir machen ein Oschi. Also für 9 Euro kriegt man schon was. Sehr voll, ordentlich Gewicht. Also die Crunches sind Haselnüsse. Haselnüsse hatten wir schon mal in dem Döner des Monats. Kam okay. Saftige Tomatensauce. Fleisch wie immer. Nicht so saftig hier, aber ist nicht schlecht. Ich kann ihn nicht mal schließen. Es geht raus an den noch kritischeren. Er wird vermisst. Bro. No chance. No chance. Und ich habe meinen Gaumen verloren. Tomatensauce kommt geil. Leichte Süße. Fresh. Erinnert ein bisschen an Pizza. Ja, ein auch schon mal. Oh mein Gott. Alles verloren. Und eine Kirschtomate. Jetzt nur eine Haselnuss und Tomatensauce. Schaut mal, wie voll der ist, Leute, von oben. Keine Chance, ihn zuzuklappen und zu essen. Keine Chance, Leute. Ich brauch den hier. Was aber keinen Sinn macht, weil so kriege ich auch nicht alle Zutaten. Es ist physikalisch nicht möglich, reinzubeißen. Saftiges Fleisch erwischt. Haselnuss kommt kalt. Problem ist, ich glaube, ich bin allergisch gegen Haselnuss. Gibt dann ein ganz leichtes Jucken. Aber Soße ist gut verteilt. Es gab schon ein paar Male, wo das Fleisch trocken war ohne Soße, weil nur oben Soße war. Jetzt sieht es echt, ihr seht sich, sehr gut verteilt aus. Überall Soße. Vielleicht sollten die den Döner des Monats als Dönerbox des Monats auch anbieten. Mit geilem Reis macht irgendwie, glaube ich, mehr Sinn. Da war ein Stück fette Zwiebel ungeschnitten. Oh mein Gott. Das war eine halbe Scheibe. So langsam, langsam geht's. Jetzt geht's langsam.
haben dann gearbeitet. Also Fleisch ist besser, überall Soße. Crunch kommt geil, okay. Tomatensauce kommt geil, okay. Der Rest, den haben wir so wie immer. Aubergine-Ding, gar nicht bemerkt. Was für ein Königsbissen. Ist okay, ist lecker. Aber kein Vergleich zum letzten Mal. Der war echt Hammer. Digga, meine Finger sind kalt. Muss mich beeilen. Ihr seht, Saft ist am Start, Fleisch überall, mit Soße, kann man machen. Da läuft Ralf Schumacher. War er nicht irgendwie voll lang im Koma? Ich hab richtig eingeweicht, schaut's mal, überall läuft alles raus. Dreckig, aber geil. Das ist halt der größte Schwachpunkt hier. Die wollen nicht dreckig sein, die wollen ein bisschen gehobener sein. Handhabung ist so katastrophal bei dem. Schaut. Der Saft ist da. Der Saft ist da. Digga, ich spür die Haselnüsse, Mann. Mein Rachen juckt. Digga, wir sehen uns glaube ich zu Hause. Meine Finger sind so kalt. War lecker an sich, aber mir geht es ein bisschen nicht gut wegen den Haselnüssen. Also ich habe eigentlich schon ein paar Allergien, aber keine, die so stark ist, dass ich irgendwie anschwelle oder ins Krankenhaus muss oder so. Aber ich habe noch nie so viele Haselnüsse auf einmal gegessen. Also wenn dann halt nur so Schokoriegel, wo Haselnussspuren drin sind, dann fängt es ja dann ein bisschen zu jucken, aber nicht, was weiß ich, wie viele das waren. Abschließende Worte, entweder in der Mine oder im Krankenhaus. Döner des Monats, April. Ich muss ehrlich sagen, warte, ich bin nicht ganz im Bild. Ich muss ehrlich sagen, die wiederholen sich irgendwie. Vor allem die letzten Zutaten immer wieder dasselbe. Der Bang ist nicht mehr da. Also am Anfang, wo wir das gemacht haben, jeder Monat war anders. Eine krasse Zutat. Die letzten paar Monate war echt eher so, ja, okay. Die Handhabung, Mann, die ist echt katastrophal. Ich habe schon überlegt, auf Dürüm des Monats umzusteigen, weil der ist schön kompakt. Apropos Döner, irgend so ein alter Schulkamerad hat mich angeschrieben, er so, yo, Hong, ich habe gesehen deine Stories, du machst YouTube und so, hat mal mich umgeschaut. Ich habe da einen Coin-Tipp für dich, weil du stehst ja auf Döner und Krypto. Er kennt da so einen, die launchen so einen Kebab-Coin. Ich hab's mir gerade angeschaut. Digga, katastrophal. Katastrophal. Also, die kommt nicht in die Minen. Der Kebab-Coin kommt nicht in die Minen. Das war's für mich. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business aus den Minen.